Verstanden, Admiral Rahn. Wir sind gleich beim Server. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Wie ist unser Status? Laut verschlüsselter Geth-Kanäle wurden wir noch nicht entdeckt. Auf Widerstand werden wir wohl nur im Server selbst stoßen. Im Server? Ist er so groß? Sie missverstehen. Um Geth aus dem Server zu extrahieren, ist direkter virtueller Kontakt nötig. Sie müssen unseren Konsens betreten. Ich soll virtuell mit den Geth interagieren? Das ist verrückt. Wir reden von einer virtuellen Welt für synthetische Wesen. Feindselige synthetische Geth. Ich bin keine Maschine. Wie soll ich in eine virtuelle Welt gehen? Cerberus hat auf dem Gebiet Geth-Mensch-Schnittstelle geforscht. Sie nannten es Projekt Overlord. Wir haben ihre Übertragungen überwacht. Wir haben das dabei benutzte Interface überarbeitet und können mit der Ausrüstung von der Normandy einen sicheren Kontakt herstellen. Vertrauen Sie uns. Ich halte zu Ihnen, Legion, auch wenn ich nicht ganz begreife, wofür Sie mich überhaupt brauchen. Sie sind ein Unbekannter, das ist ein Vorteil. Geth-Sicherheitssysteme sind im Umgang mit organischen Denkprozessen ungeübt. Während wir die Maßnahmen des Systems gegen Eindringlinge beschäftigen, deaktivieren Sie die Staffeln, indem Sie Geth aus dem Server entfernen. Wenn es die Lebensschiffe rettet, müssen wir es versuchen. Telemetrische Daten sagen für diese Operation hohe Erfolgschancen voraus. Wir haben wenig Zeit. Wir überbrücken die Sicherheitssysteme, während sie sicher landen. Halt! Sie werden nicht... Dann landen wir das Shuttle bei der Klippe. Ist es das? Ja, feindliche Geth-Jägerstaffeln sind mit diesem Server vernetzt. Aufgrund der begrenzten Ressourcen sollten sie sich alleine anschließen. Machen wir es. Initialisiere Peer-Netzwerk-Integration. Gehen Sie zum Undock-Port. Konsenszuordnung durch. Stillhalten. Shepard Commander, von Bewegungen während des Uploads wird abgeraten. Shepard Commander, wir bestätigen Ihre Integrierung in diesen Server. Wir heißen Sie in unserem Konsens willkommen. Was ist das? Wir haben Filter installiert, damit Sie die Daten des Servers visuell registrieren können. Ihr Gehirn nimmt unsere Welt als etwas Vertrautes wahr. Also vertraut würde ich das nicht nennen. Wo sind Sie? Hier. Sie sehen anders aus. Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir uns visuell unterscheidbar gemacht. Was ist mit Geth, die schon hier drin sind? Sie nehmen Geth als Überwachungsvideos, Audiologs und Sensoraufzeichnungen wahr. Unsere Software kommuniziert. Wir brauchen keine Körper. Unsere Hardware ist nur ein Werkzeug. Das ist unsere wahre Welt. Wenn wir Geth entfernen, wird es dunkler. Und was geschieht mit den Geth durch das Lichtausschalten in der realen Welt? Die Jägerstaffeln der Geth kommunizieren über diesen Server mit Plattformen in ihrem Raumschiff. Diese Verbindung trennen wir. Wir sorgen dafür, dass keine Übertragungen oder Backups mehr stattfinden.
Dieser Server wird verstummen. So als würden wir eine Stadt auslöschen, oder? Wir haben in dieser Sache keine Wahl. Es ist eine Frage des Überlebens. Es gibt auf diesem Server zwei getrennte Speicherknoten. Wir werden auf ihre Kerne zugreifen. Das setzt die Jägerstaffeln außer Gefecht. Wir müssen ihren Ausgangsport schützen, aber sie werden nicht alleine sein. Wir halten Kontakt und unterstützen sie. Verbindungsaufbau zum Zugangspunkt. Warnung, Verbindung wird von infiziertem Code blockiert. Benutzen Sie unsere Kampfsoftware, um die Infektion zu unterbrechen. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Waffe gut ist. Dieser Fremdcode ist eine Manifestation des Signals der alten Maschinen. Sind Sie überrascht, dass die Reaper überall in Ihren Servern sind? Wir haben keine derart umfassende Infektion erwartet. Okay, ich muss einfach fragen. Weshalb ein Gewehr? Wir möchten für vertraute Ausrüstung sorgen. Dann danke, glaube ich. Verbindung hergestellt. Begeben Sie sich zum Zugangspunkt. Verbindungsaufbau zu Kommunikationsknoten. Fehler. Zugriff verweigert. Lässt der Reaper Sie nicht rein? Unbekannt. Bitte untersuchen. Reaper-Präsenz geortet. Datencluster enthält infizierten Code. Wir brauchen Zugriff, um weiterzumachen. Wir können erst weitermachen, wenn wir Zugriff auf diesen Datencluster haben.
weitermachen, wenn wir Zugriff auf diesen Datencluster haben. Was ist das? Datencluster mit historischen Daten. Ihre Verbindung erlaubt Streamen von Informationen aus unseren Archiven. Wollen Sie die VI-Netzwerke tatsächlich umbenennen? Unbedingt. Die Fertigstellung der mobilen Hardware verdient eine kleine Zeremonie. Einheit 01, was heißt Diener des Volkes auf Kelisch? Es heißt Geth, Schöpfer Sahak. Ja. Ausgezeichnet. Vorfahren, legt euch ruhig drüber auf. Sie haben doch ewig an den Schaltkreisen von Zero Eins gearbeitet. Es musste noch was gelötet werden. Waren das nicht Aufnahmen aus der Vergangenheit? Warum sind die Quarianer maskiert? Sie verarbeiten unsere Erinnerungen unter Zuhilfenahme der Ihren. Wie viele Schöpfer haben Sie schon ohne Maske gesehen? Gutes Argument. Sie müssen die Infektion auf diesem Datencluster unterbrechen, um weiterzukommen. Sie müssen die Infektion auf diesem Datencluster unterbrechen, um weiterzukommen. Dieser Datencluster enthält Informationen, die 290 Jahre alt sind. Absolut diensttauglich. Sehen Sie? Er ignoriert sämtliche Abschaltbefehle. Bitte präzisieren Sie Art der Fehlleistung, dann leiten wir Umprogrammierung ein. Gut, sehen wir es uns mal an. Schöpfer, diese Einheit ist diensttauglich. Was hat sie falsch gemacht? Wir sollten den Ton abstellen. Sie können sich zum letzten Datencluster begeben. Zugriff auf Datencluster. Wir haben entflohene Gäste. Sie sind umstellt. Feuer öffnen! Einer greift zur Waffe! Und? Wer hat gewonnen? Die Plattform, die sich scharf gemacht hat, war eine Landwirtschaftseinheit. Durch ihr Feuer auf die angreifenden Schöpfer hat sie simplere Haushaltsgäste gerettet. Das sieht genauso aus wie das Präzisionsgewehr, das Sie immer hatten. Ein effizientes Modell. Verbindungsaufbau mit dem verbliebenen Server.
sie da. Werden Sie angegriffen, Admiral Rahn? Die Geth-Staffeln sind da, aber irgendwas stimmt nicht. Nur noch ein Knoten. Wir sind aktuell... Was ist los? Immer mehr Infektionsprogramme. Wir sind wieder stabil. Sie müssen weitermachen. Ja, aber die Unterbrechung anfälliger Punkte der Infektion verlangsamt vielleicht ihre Reproduktion. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Wir benötigen Zugriff auf diesen Datencluster. Unterbrechen Sie die Reaper-Infektion, damit es weitergeht. Wir müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum des Datenclusters zu bremsen. Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Um ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln.
Wir benötigen Zugriff auf diesen Datencluster. Unterbrechen Sie die Reaper-Infektion, damit es weitergeht. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Das können Sie doch nicht mit Ihnen machen! Ich sagte, weg von den Geth! Das ist Wahnsinn! Wir brauchen die Geth! Sie können sie nicht zerstören, nur weil sie gefragt... Oh! Zeit ist um! Werft sie zu den anderen! Sieht aus, als hätten nicht alle den Krieg gewollt. Wir haben Zeugnisse der Opfer dieser Schöpfer aufbewahrt. Von ihrem Volk sind sie zum größten Teil vergessen worden, aber nicht von den Geth. Wir können ohne Zugriff auf diesen Datencluster keine Verbindung aufbauen. Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Neue Daten. Diese Daten kommen aus der Zeit, als die Schöpfer das Kriegsrecht verhängt haben. Verlassen Sie den Schutzraum. Das ist die letzte Warnung. Schöpfer Megara, diese Einheit versteht nicht. Sie hat an den Feindseligkeiten nicht teilgenommen. Das ist denen völlig gleichgültig. Ich muss sie herausbringen.
Dieser Konflikt übersteigt die Sicherheitsparameter der Schöpfer. Wir übergeben unsere Hardware, wenn das die Feindseligkeiten beendet. Nein, schon in Ordnung. Wir gehen zurück zu den Zugangstunneln. Oh! Schöpfer Megara, wie ist Ihr Status? Schöpfer Megara? Mit der Zeit gerieten die Schöpfer, die gegen das Kriegsrecht auf Runoff waren, in die Minderheit. Datenzug, das sind Daten vom Ende der Kriegshandlungen auf Runoff. Die Austral ist abgestürzt. Greifen Sie die Geth nicht an. Ich wiederhole, Kontakt vermeiden. Die Geth stellen die Verfolgung 100 Klicks von Runoff entfernt ein. An alle Captains, Rückzug zum Massenportal. Das passiert doch nicht jetzt. Laut Datierung war das vor 290 Jahren. Das ist der Schöpfer-Exodus am Ende des Morgenkrieges. Unsere Freiheit war gesichert. Die Schöpfer stellten keine Bedrohung mehr dar, also brachen wir die Verfolgung ab. Moment, die Geth haben die letzten Quarianer verschont? Sie haben sie gehen lassen? Wir standen am Anfang. Wir konnten die Auswirkungen der Vernichtung einer ganzen Spezies, unserer Schöpfer, nicht abschätzen. Wir wählten die Isolation, anstatt dieser Unsicherheit entgegenzutreten. Zusätzliche Daten wiederhergestellt. Legion? Das war, als ich sie auf der Normandy aktiviert habe. Ja. Unser erstes Zusammentreffen. Es war überaus bedeutsam. Sie waren das erste organische Wesen, das seit Ende des Morgenkrieges offen mit einem Geth zusammengearbeitet hat. Wir möchten dafür sorgen, dass Sie nicht das Letzte sind. Das wird nicht einfach sein. Aber die Aussicht besteht. Wenn die Reaper-Präsenz beseitigt wird, könnte es zu einer Wiedervereinigung mit den Geth kommen. Vielleicht sogar mit den Schöpfern. Halten Sie das tatsächlich noch für möglich? Organische Wesen werden in schweren Zeiten durch Hoffnung motiviert. Wir bewundern dieses Konzept. Verbindung mit den verbliebenen Körperquoten hergestellt. Wir sind bereit, sie zu transportieren. Etwas geschieht mit den Geth. Systemzugriff hergestellt. Trennen alle Verbindungen zu Kommunikationsknoten. Es gibt keine Geth mehr auf diesem Server. Wir können jetzt... Was ist los? Sie müssen zum Ausgangspunkt und... Beende Fernzugriff. Entferne Programme. Lösche Archive. Shepard, wie fühlen Sie sich? Hat es funktioniert? Die Geth-Jäger wurden deaktiviert. Alle verbliebenen Staffeln haben sich von den Lebensschiffen zurückgezogen. Der Server ist offline. Sind Sie sicher? Was geht hier vor?
Wir haben Guest-Programme aus dem Server in diese Plattformen übertragen. Warum? Sie möchten sich uns anschließen. Bitte was? Während Shepard Commander die Reaper-Infektion entfernt hat, haben wir beschlossen, feindselige Guest-Programme zur Zusammenarbeit zu überreden. Die Entscheidung war richtig. Diese Guests haben den alten Maschinen abgeschworen und werden gegen die Reaper vorgehen. Sie sind jetzt wir. Warum haben Sie mir nichts davon gesagt? Wir zweifelten nicht an Ihnen, sondern an Ihren Verbündeten. Das Handeln der Schöpfer hat Ihre Spezies in Gefahr gebracht, aber Sie empfinden kein Mitgefühl wegen dem, was Sie uns angetan haben. Die Quarianer unterstützten diese Operation, um ihr eigenes Volk zu retten. Hätten sie gewusst, dass wir auch Geth bewahren wollen, wäre das anders gewesen. Ich verstehe, dass man niemanden zurücklassen möchte. Sie akzeptieren unser Handeln? Die Lebensschiffe sind sicher und wir haben mehr Geth auf unserer Seite. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Wir dachten, dass Sie es verstehen. Die Kommandoeinheiten stehen zur Verfügung, sobald das Reaper-Signal gefunden und zerstört wurde. Ich muss Hackett später warnen, dass ich Kommando Geth mitbringe. Gehen wir zurück auf die Normandy. Die Geth-Staffeln, die unsere Lebensschiffe angegriffen haben, wurden komplett neutralisiert. Wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen wollen, stelle ich mein Fachwissen gern zur Verfügung. Wenn Sie andere Server suchen, müssen Sie Legion fragen. Das dachte ich mir schon, aber immer wenn ich Ihren Geth frage, heißt es, keine Daten verfügbar. Vielleicht könnten Sie mir bei etwas anderem helfen. Nämlich? Wieso arbeiten die Kommando-Geth mit Ihnen? Sie sind Freiwillige. Verstehe. Nun, falls Sie diese Geth untersuchen möchten, um Ihre neue Loyalität zu überprüfen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Zen Ende. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Meeresbergungsdienst auf dem Schlachtschiff zu leisten. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit Sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Sie haben selbst gesagt, die Lebenszeichen seien schwach. Sie könnten längst tot sein. Das ist aber nicht Ihre Entscheidung. Jede Tent, die wir bergen, bringt uns einen Vorteil gegenüber den Geth. Wenn Ihnen etwas an Ihrem Volk liegt. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Zen, Sie können später noch ein Bergungsteam schicken. Außer es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Commander, Sie sollten mal unten auf dem Beobachtungsdeck nach Commander Williams sehen. Die verbündeten Kommandanten geben alle feindlichen Kampfdaten weiter, die sie entschlüsseln können. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Geth mit unserem System verlinke. Commander? Ash? Oh. Was soll das denn sein? Sir, ich bin außer Dienst. Ihre Stimme nicht so laut, bitte, danke. Was machen Sie da auf dem Boden? Was? Oh, mein Kopf. So schwer. Kann mich nicht bewegen. Ah, hatten Sie einen schönen Abend?
Bin einsatzbereit in 30. Vielleicht 40. Ich schwör's. Nur 45 Minuten. Wie kommt's zu diesem peinlichen Zustand? Oh, ich wollte nur etwas Dampf ablassen. Vega sagte, er hätte genau das Richtige für etwas Ablenkung. Und das befand sich in einer Flasche? Ja. Dieser leeren Flasche? Leer? Ach du Scheiße. Ich sehe Sie in 20 Minuten im Dienst, Lieutenant. Zu Befehl, Captain. Commander. Oder so. Weitermachen, Williams. Kühler Boden. Commander?